Auszug aus Lieben lassen. Sieh, das Licht und die Dunkelheit Roms fließen durch die Fenster in sein Zimmer, eine Welt aus konturlosen Schatten und Schemen. Er steht reglos im Rahmen der Tür, kein Wort von ihm, seit er dem Taxifahrer die Adresse genannt hat. Ich stehe vor ihm, wie ich vor so vielen anderen gestanden habe. Fremde, in deren ausgestreckte Arme ich gelaufen bin, Freunde und Feinde zugleich. Er drückt die Tür hinter sich ins Schloss und ich frage mich, warum ich hier bin. Durch die Handtasche, die ich an mich presse, spüre ich die Kanten der Kamerahülle und zögere. Einem Instinkt folgend lasse ich die Leica, wo sie ist. Da er immer noch nichts sagt, ziehe ich mein Kleid aus. Meine Haut schimmert blass im Mondlicht, das, von allen physikalischen Gesetzen befreit, sein gewaltiges Gewicht um mich legt wie eine Rüstung. Meine Nacktheit ehrlicher als sein Nacktsein unter dem Anzug. Du bist wie ein Mann, erscheint schockiert. Ein unwillkürliches Lächeln entblößt meine Zähne. Falsch, ich bin wie eine Frau. Nichts macht Männern mehr Angst als die Wahrheit. Wird er jetzt Wachs oder Stein unter meinen Händen? Mit zwei Schritten durchquert er den Raum und presst mich an sich, küsst mir hart das Lachen von den Lippen. Meine Haut reibt sich an seinem Anzug. Die Härte in seinem Schritt drängt gegen mich und mein Stöhnen wird von seinem Mund verschluckt. Finger, Zähne reißen an Gesichtern, Knöpfen, Stoff, gleiten zwischen Haut und Haare. Plötzlich zieht er mich so heftig an sich, dass er mir die Luft zum Atmen nimmt. Dann stößt er mich ebenso unerwartet von sich. Ich lande unsanft und unelegant auf dem Bett. Warte! Überrascht sehe ich ihn an. Er atmet schwer und zeigt auf den Ankleidespiegel vor dem Bett. Unsere Blicke treffen sich auf dem Glas. Ich will dir dabei zusehen. Er zieht seinen Schwanz aus der Hose und fängt an, ihn rhythmisch zu massieren. Ich fühle mich unsicher. Normalerweise führe ich die Regie. Langsam und bemüht nonchalant streiche ich mit meinen Händen über meinen Körper, während er jede meiner Bewegungen mit seinen Augen verfolgt. Als ich ungeduldig werde und aufstehen will, wehrt er ab. Hör nicht auf. Sein Blick fixiert mich und ich komme mir vor wie eine Motte auf der Insektennadel, während ich die Beine spreize und es mir selbst mache. Für eine Weile hört man nichts außer unserem Atem und die Geräusche der Geschlechter. Dann verkrampft er, seine Gesichtszüge entgleiten und es scheint fast so, als ob er sich wehrt. Er stöhnt laut, das Sperma spritzt auf den Spiegel und läuft zäh Richtung Teppich. Er. Drei Dinge über den ersten Sex. Es ist der ewig gleiche Kampf zwischen Fallenlassen, Geilheit und Selbstkontrolle. Erster Sex kann alle Dinge Sinne einnehmen und jeden Raum für Gehirnwichserei obsolet werden lassen. Erster Sex ist trotzdem nach Schulnoten meist leider nur eine 4. Das von mir eröffnete Spiel ist aus. Ihre Augen im Spiegel. Darunter läuft das Sperma an Glas zu Boden wie Tränen. Es ist, als ob sich die gesamte Energie meines Körpers über meinen Schwanz entladen hat. Ich fühle mich haltlos und mein Kopf spinnt. Innerlich ist mir warm. Aber der Anblick unseres Spiegelbildes lässt mich frösteln. Ich habe mir geschworen, erst wieder Sex zu haben, wenn ich den unumstößlichen Beweis für meine Liebe habe. Was bin ich nur für ein beschissener Feigling? Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Was, wenn sie Frau Nummer 1513 ist? Verliebtheitshormon-Scheiße.